Harrison Fox? Sohn, ich brauche deine Hilfe. Vater, du vergisst, dass ich Rechtsanwalt bin. Der Privatdetektiv bist du. Komm, sei nett, Sohn. Du sollst mich nur schnell wohin fahren. Es dauert nicht lange. Doch, wenn du glaubst, du bist schnell. Boah, was du mir da zeigst, mache ich doch mit links. Gar nicht deine Sache, Vater, den Mann zu verfolgen. Du hättest tot sein können. Hätte ich ihn laufen lassen sollen? Warum nicht? Du kannst nicht jeden Strolch persönlich. Entschuldigen fahren. Sie. Geht's nicht etwas leiser? Hier sind noch mehr Patienten. Oh, an dem habe ich noch viel Freude. Die Polizei sagt, wenn du nicht gewesen wärst, hätten sie ihn nie gekriegt. Ja? Wie kannst du Vater noch ermutigen? Opa, ich habe dir was mitgebracht. Wo hast du die denn her? Junge. Habe ich anschreiben lassen. Na, hör mal. Danke, Josch. Die darfst du aber hier nicht rauchen, Vater. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich hier bleibe. Komm, hilf mir. Je eher ich hier wieder rein... Oh, je nicht, Vater. Deine Behandlung findet im Krankenhaus statt. Ohne mich. Der Arzt hat gesagt, er muss dich mindestens 2 Tage beobachten. Fein. Er kann mich so oft er will zu Hause besuchen. Oh, wirklich witzig, Vater. Und ich bleibe nicht in dieser Klinik. Punkt. Mr. Fox, ich bin Janet. Haben Sie, was Sie brauchen? Andererseits spricht auch sehr viel für das hiesige Fachpersonal. Sagen Sie es mir jederzeit, wenn ich etwas für Sie tun kann. Nun, ja, Sie könnten mir das Kissen aufschütteln. Aber gern. Wie ist es jetzt? Wundervoll. Janet, helfen Sie auf der Kinderstation aus. Ja, Schwester Pamela. Wiedersehen, Janet. Bis später. Wo kommt die her? Aus Havanna. Welch lange Reise für ein so kurzes Leben. Wer sind Sie? Schwester Pamela, die Stationsschwester. Machen Sie den Mund auf. Nichts für ungut, Schwester, aber kann ich nicht Janet wiederkriegen? Ja, in 3 Jahren, wenn sie mit der Schwesternschule fertig ist. Gut, dann komme ich wieder. Hören Sie, Mr. Fox, wenn Sie noch einmal versuchen aufzustehen, könnte ich sehr unangenehm werden. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, Vater, dann wollen wir mal wieder. Du bist hier in den besten Händen. Mensch, Harrison, ihr könnt mich mit dir doch nicht allein lassen. Aber wir müssen leider, der Elektriker kann nicht rein. Und Josh muss fürs Wochenende seinen Koffer packen. Wiedersehen, bis morgen. Tschüss, Opa. Viel Spaß, mein Junge. Mach's gut. Opa, die musst du für ihr verstecken. Worauf du dich verlassen kannst. So. Jetzt sage ich Ihnen, was Sie tun. Und Sie tun, was ich sage. Ach, Was war das? Unser Flug nach Hawaii, mein Mäuschen. Ja, ja.
Ich sehe schon. Der Fehler ist ganz klar eine Überbelastung. Irgendwo hier im Haus. Könnten Sie uns wohl verraten, wie viel das macht in Dollar und Cent? Das lässt sich erst übersehen, wenn ich durchstoße. Erst übersehen, wenn er durchstößt? Eigentlich ist es nicht übel hier. Bequeme Sitze, gutes Spiel. Jemand, mit dem man drüber sprechen kann. Sie können mich ruhig was fragen, wenn Sie wollen. Ich mache mir nicht das Basketball. Also das, ehrlich, das habe ich mir gleich gedacht. Guten Abend. Grüß dich, wie geht es dir? Ganz gut. Die Polizei empfiehlt Anzeige wegen Fahrerflucht. Kommt nicht in Frage. Das bringt gar nichts. Keine Polizei. Das würde ich mir an Ihrer Stelle aber überlegen. Dann hätte die Polizei was in der Hand. Ich dachte, ein objektiver Ratschlag sei erlaubt. Ich habe ein ungutes Gefühl. Psst, es kann uns nichts passieren. Wir haben ihn in der Hand. Wie kannst du das sagen? Er weiß doch, dass... Psst, sei still, nicht hier. Ist Ihnen was runtergefallen? Hä? Nein, ich... Ich habe eine Zerrung im Nacken. Zeigen Sie mal her. Ich massiere es Ihnen weg. Oh, nicht nötig. Es ist nicht mehr so schlimm. Oh, brüten Sie die Dinger aus? Hier ist Ihr Schlafmittel. Lassen Sie, heute brauche ich keins. Erwische ich Sie noch mal mit Zigarre, werden Sie ein Schmerzmittel brauchen. Runter mit der Pille. Mrs. Riley, Sie müssen jetzt gehen. Ihr Mann muss unbedingt Ruhe haben. Ja, sofort. Ich komme morgen wieder. Schlaf gut, mein Liebling. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Dr. Miller hat Ihnen ein stärkeres Mittel verordnet. Weswegen? Sie bewegen sich nachts zu viel. Wir möchten nicht, dass Sie sich mit einer Ihrer gebrochenen Rippen die Lunge punktieren. Und jetzt wird gleich geschlafen. Das gilt auch für Sie. Gute Nacht. Ich habe gute Nacht gesagt. Dr. Klein, bitte Professor Collins an. Dr. Klein, bitte Professor Collins. Na, Mr. Lowe, wie geht's Ihnen? Oh, danke, Schwester Pamela. Mir geht es ausgezeichnet. Und Ihnen? Ich kann nicht klar. Ich bringe Ihnen Ihre Pille. Danke. Schwester, ich werde Ihrer liebevollen Betreuung sehr nachtrauern. Besteht keinerlei Aussicht, dass Sie mich morgen heimbegleiten? Mr. Love, ich bin, wie Sie wissen, verheiratet. Um welche Uhrzeit wäre es denn? Fürs Erste wünsche ich gute Nacht. Würden Sie es mir verübeln, wenn ich noch das eine Kapitel zu Ende lese? Ihr Schlafmittel wirkt sehr schnell. Aber kaum so schnell, wie ich lese. Wenn Sie Ihre schönen blauen Augen so lange offen halten können, drücke ich ein Auge zu. Danke, gute Nacht. Gute Nacht, Mr. Lowe.
Morgen, Mr. Fox. Frühstück. Ist alles in Ordnung? Mit wem in Ordnung? Mit ihm? Ja, bestens. Bestimmt. Selbstverständlich. So, und jetzt wird gefrühstückt. Auch die graue Grütze. Wenn Sie erraten, was es ist, gibt's einen Preis. Lieber esse ich Heuschrecken. Guten Morgen. Na, wie geht's? Danke, Schwester. Wer zum Teufel sind Sie denn? Wie meinen Sie bitte? Wo ist Riley? Wir haben ihn umgelegt. Umgelegt? Wohin? Es geht Sie zwar nichts an, aber Mr. Riley ist über Nacht verschieden. Zufrieden? Er ist nicht verschieden, er wurde ermordet. Was? Geben Sie nichts auf das, was er sagt. Mr. Fox ist bei seinem Unfall auf den Kopf gefallen. Ich mache Ihnen ein Einzelzimmer fertig. Ich habe es gesehen. Heute Nacht ist jemand hier reingekommen, hat Riley mit einem Kissen erwürgt. Dort, in diesem Bett. Ich will mein Zimmer gleich. Ich sehe schon, dass wir mit Ihnen unsere liebe Not haben werden. Ehrlich, Schwester, er wurde erdrosselt. Er wurde nicht erdrosselt. Er hat sich hin und her gewälzt. Eine Rippe hat seine Lunge durchbohrt. Er ist erstickt. Und was habe ich gesehen? Die Schlaftablette, die Sie von mir bekommen, hat manchmal starke Nebenwirkungen. Es waren Träume und Fantasien, die Sie gesehen haben. Und nun frühstücken Sie Ihre Grütze. Mama, wo ist mein anderer Ski? Wo hattest du ihn denn zuletzt? Beim Skilaufen. Pasi, wird er irgendwann noch mal fertig? Er sagt, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Er hat alles im Griff. Gut zu wissen. Außerdem hat er mir erzählt, wie teuer es ist, drei Töchter zur Uni zu schicken. Fox. Oh, Vater, guten Tag. Wie geht's dir? Gern. Nur wir sind gerade beim... Du hast was gesehen? Wo hast du was gesehen? Eins nach dem anderen. Ach, wirklich? Was du nicht sagst. Gut, wir bemühen uns. In einer guten Stunde. Bis dahin. Sowas. Du sag mal, was ist denn passiert? Och, nichts. Er glaubt nur, dass der Mann, der mit ihm auf einem Zimmer liegt, heute Nacht ermordet worden ist. Und er möchte Bier und Brezeln für das Footballspiel heute Nacht. Was? Das ist ja grauenhaft. Ja, und auch, sie nehmen ihm das Bier bestimmt wieder weg. Oh, Harris, mach mich nicht nervös. Was heißt ermordet? Ach, du kennst doch Vater. Wenn jemand niest, schreit er gleich Mord. Da steckt doch nichts dahinter. Kein Grund zur Aufregung. Ich hab's jetzt. Das heißt, es scheint so, als ob ich's gehabt hätte. Erst war sein dumpfer Laut und dann so ein schleifendes Geräusch. So, tock, stock, so klangen die Schritte des Mörders? In meinen Ohren ja, wie ein Klumpfuß. Oh, Vater, ich habe mit der Schwester gesprochen. Riley hatte schwere Rippenbrüche und daran ist er gestorben. Gestorben ist er unterm Kissen des Mörders. Oh, hast du ihn denn gesehen? Im Halsschlaf. Es war verschwommen, undeutlich. Woran ich mich wirklich erinnere, sind die Schritte. Und dass er weiß gekleidet war. Weiß gekleidet? Ein Arzt vielleicht oder ein Pfleger? Ja, ich dachte auch schon an das Personal. Ich glaube keinem von euch. Es wurde niemand ermordet. Noch nicht geklärt? Könnten Sie nicht mal andere Patienten betreuen? Ich soll Sie nur darauf hinweisen, dass Onkel Sam Ihnen auf die Schliche gekommen ist. Was heißt das nun wieder? Dass die Verwaltung keine Unterlagen hat, wonach Sie als Kriegsversehrter versichert sind. Umso besser. Schicken Sie mich nach Hause. Nein, nein, beruhige dich, Vater. Ich mach das schon. Komm, Cindy. Sie waren im Krieg auf unserer Seite? Sie sollten eine Schule für Scham eröffnen. Egal, was der Computer sagt, er ist Kriegsbeschädigter. Nach meinen Unterlagen nicht. Ich hol mir einen Kaffeehase. Geh nur, ich komm gleich nach. Schauen Sie, ich bin zufällig genau darüber informiert. Ich bin sein Sohn. Laut Computer hat Mr. Fox gar keine Kinder.
Cindy, für mich bitte auch einen Kaffee. Hören Sie, es geht um ein großes Missverständnis, das wir klären müssen. Mein Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Er hat davon eine Narbe am oberen Brustkorb und er hat eine Narbe am rechten Oberschenkel. Hören Sie, wenn Sie noch lange behaupten, dass mein Vater nicht versichert ist, reiche ich Klage ein beim Sozialgericht. Erst gegen Sie und dann gegen die Landesregierung. Zu dumm aber auch. Kann ich Ihnen helfen? Danke, nett von Ihnen. Ich wasche es nachher raus. Hier. Danke. Könnten Sie nicht vielleicht mal das Versorgungsamt anrufen und um Bestätigung bitten? Vielleicht ist der Name falsch geschrieben. Mein Vater heißt Fox. F-O-X. Mit einem X. Das glaube ich Ihnen, ja. Trotzdem kommt es doch vor, dass Computer sich irren. Harrison! Harrison, der Hinkefuß da vorne. Ja. Das ist der, den Vater gehört hat, der Mörder. Wir müssen hinter ihm her. Cindy, ich komme wieder. Cindy, warte! Ist er in dem Taxi? Komm schnell, sonst ist er weg. Hey, aber was hast du denn vor? Wir fahren ihm nach. Steig ein! Du bist wahnsinnig geworden. Das ist doch Schwachsinn. Da, das Taxi fährt rechts ran. Nur weil der Mann etwas humpelt, ist er noch kein Mörder. Was macht er? Er bezahlt sein Taxi. Manche Menschen tun das noch immer, weißt du? Was macht er jetzt? Du wirst es nicht glauben. Kauft sich eine Zeitung. Verzeih, aber ich halte diese Verfolgungsjagd für unnütz. Siehst du ihn? Er ist in den Bus gestiegen. Eigentlich komisch, dass er mit dem Taxi zur Bushaltestelle fährt. Jetzt kommt Besuch. Ja, wie sieht er denn aus? Aufgehängt wie eine halbe Rinderseite im Schlachthof. Nicht böse sein, manchmal verliert er seine guten Manieren. Harry, wir wollten mal für ein bisschen Stimmung sorgen. Ah, das ist prima. Manny, Papa Johnny, Schwester Pamela. Oh, wenn Sie gestatten. Madam, es ist mir ein Vergnügen. Kein Nikotin und kein Alkohol. Ja, so ist die. Kann man sich nur wünschen, dass man gesund bleibt. Harry, Achtung, aufgepasst! Ist das nicht ein schöner Blumenstrauß? Oh, wundervoll, wundervoll. Aber diese Blumen sind auf einem ganz speziellen Boden gewachsen. Einmal. Oh. Zweimal. Dreimal. Und 10 Minuten bis zum Anpfiff. Ein Havanna gefällig. Oh, danke, Manny. Nicht zu danken. Harry, das ist aber ein schönes Zimmer hier. Hell ja, das finde ich auch, ja. Trotzdem will ich hier schnellstens raus. Aus diesem Zimmer hier? Da bin ich seiner Meinung. Du hast es hier besser als im Hotel. Zimmerservice, eigenes Fernsehen, Bier. Vorige Nacht ist in diesem Bett jemand ermordet worden. Wer sagt das? Ich. Kein Mensch glaubt mir. Ich kann nicht hier liegen und nichts unternehmen. Ich muss hier raus. Los. Benny, wo müssen wir lang? Raus! Ja, aber wo lang ist raus? Den Schildern nach, wo Ausgang drauf steht. Da vorne, ja, da vorne.
Was gibt's, Schwester? Ich sehe, dass Sie einen Patienten abholen. Ja, Schwester, in der Tat. Das tun wir. Ich bin Arzt. Das ist ein Notfall. Trotzdem müssen Sie ihn ordnungsgemäß abmelden, Herr Doktor. Dieser Patient hat ein offenes Kalikulumba. Seine Extilula zeigt Werte unter 100. Wenn ich ihn nicht innerhalb von Minuten runterbringe, kann es sehr gut sein, dass wir ihm unterhalb der Gürtellinie nichts mehr retten können. Sie verstehen, Schwester? Ja, Herr Doktor. Klasse. Ich meine, gut. Vorwärts, Pfleger, vorwärts. Kalikulumba. Weißt du eigentlich, was dir hätte passieren können, wenn du von der Trage gefallen wärst? Nein, aber ich nehme an, du sagst es mir. Vater, wir haben den ganzen Tag nur damit zugebracht, uns für deinen Ausbruchsversuch zu entschuldigen und... Mörder zu verfolgen. Was habt ihr? Wen habt ihr verfolgt? Vater, Cindy hat einen Mann gesehen, mit einer Glatze und einem steifen Bein, der gerade entlassen wurde. Und sie dachte... Ein Patient? Ja, so passt es. Es war also doch einer aus dem Haus. Wir sind ihm nachgefahren, aber er hat uns abgehängt. Er hat sich in Luft aufgelöst. Die Spur führt über Riley. Wer ist Riley? Der Tote. Seine Frau könnte was wissen. Irgendwie muss ich an die herankommen. Das ist ja alles schön und gut, Vater, aber was willst du in deiner Lage machen? Harrison, ich habe einen Mörder bei der Tat gesehen. Je mehr Zeit wir verlieren, desto gründlicher kann er seine Spuren verwischen. Ich lasse aber nicht zu, dass du in deiner Verfassung in der Stadt rumrennst, lieber Vater. Das geht wirklich nicht. Danke. Wir gehen der Sache nach. Was tun wir? Einer muss es versuchen, sonst gibt Vater erst Ruhe, wenn er hier raus ist. Aber, Cindy, wir wissen doch nicht mal, wo Rileys wohnen. 2212 Crescent Street, Burlingame. Das weiß ich von der Schwesternschülerin. Was willst du Mrs. Riley überhaupt fragen? Na, brisanten Stoff? Brisanten Stoff? Also wirklich, du redest schon genauso wie Vater. Ach, es macht doch Spaß. Brisanten Stoff? Ja, wahnsinnig. Ach, wie schön könnte es sein. Ein knisterndes Feuer, eine schöne Flasche Sekt im Kühlschrank und ein leeres Haus. Hast du vergessen, dass Josh nicht da ist übers Wochenende? Ich denke die ganze Zeit dran. Ja? Ja. Ich auch. Ist sie zu Hause? Das Auto steht in der Einfahrt. Ich weiß nicht, Cindy. Irgendwie ist mir komisch zumute. Harrison, was sollen wir machen? Wir rufen die Polizei an. Warte mal, hör doch. Das ist der Humpler. Er ist hier. Ich glaube nicht. Wir müssen unbedingt seine Autonummer haben. Mit.
blöd, dieser Tunnel. Und was jetzt? Jetzt suchen wir ein Telefon und rufen die Polizei an. Vor 20 Minuten hat sie hier noch gelegen. Wir haben sie doch beide gesehen. Vielleicht haben sie sich im Zimmer geirrt. Was ist denn da passiert? Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Entschuldigen Sie mich. Dass wir eine Leiche gesehen haben. Die Polizei war zwar skeptisch, aber vielleicht kriegen sie was raus. Und was ist, wenn nicht? Dann bleibt der Mord ungeklärt und der Hinkefuß lacht sich ins Fäustchen. Ja. Lass uns schlafen, ich bin müde. Gute Nacht. Weißt du, vielleicht hat der Humpler die Leiche abgeholt. Hasi, dasselbe habe ich gerade auch gedacht. Genug Zeit hat er gehabt, wenn er gleich zurückgefahren ist. Hm? Ja. Möchtest du heiße Milch? Nein. Er hat es mit dem Teppichtrick gemacht. Wie geht der? Man rollt die Leiche in einen Teppich und trägt sie ganz seelenruhig hinaus. Und die Nachbarn merken nichts. Genau. So ist es gewesen. Gibt's noch einen Cheeseburger? Oh ja. Es fragt sich nur, wie wir es beweisen. Auf bloßen Verdacht hin. Au, verdammt nochmal. Was ist denn? Der Werkzeugkasten unseres lieben Elektrikers. Hätte er nicht für $30 die Stunde wenigstens aufräumen können? Nun guck dir diesen Schlamassel hier an. Wo man hintritt, Schutt und Dreck. Ein elender Zustand ist das. Und was sollen wir nun machen, Hardy? Wir können gar nichts machen. Wir haben einen Mörder, aber keine Leiche. Du liebe Zeit, jetzt rede ich schon wie mein eigener Vater. Wenn wir doch wenigstens die Autonummer hätten. Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Adresse rauszukriegen. Aber ich weiß keine. Aber ich weiß eine. Hierfür kann ich aus der Rechtsanwaltskammer ausgeschlossen werden. Du tust es ja nicht, ich tue es. Aber ich bin dabei, das kommt doch aufs selbe raus. Ich hab's. Hier sind die Entlassungen von gestern. Ja, wie viel sind's? 1, 2, 3. 3, mehr waren's gestern, Gott sei Dank nicht. Mary Coleman, Sandra Paxton, Herbert Love. Herbert Love, das ist der Mann, glaube ich. 2, 3, 4, 5 Maple. Ich gebe Ihnen $50 für eine Kiste Zigarren. Es bleibt unter uns. Ich bin nicht käuflich. 100, Schwester. Auch dafür nicht. Ich glaube, es kommt jemand. Schnell weg mit dem Buch. Harrison, Cindy, hallo. Oh, Tag, Vater. Wir wollten gerade zu dir. Mein Zimmer ist doch da lang. Ich hatte also doch recht, siehst du? Ihr Vater muss zur physikalischen Therapie. Besuchszeit ist heute Nachmittag um 3. Erst? Wir waren gerade in der Nähe und dachten, schauen wir einfach mal rein. Ja, dann schlage ich vor, wir kommen heute Nachmittag nochmal her. Cindy, gute Idee. Bis dahin, Vater. Tschüss. Wiedersehen. Komm, wir gehen. Gibt es auch normale Mitglieder in Ihrer Familie? Vielleicht gibt's noch ein anderes Maple 2345. Nicht in San Francisco. Dann hat er im Krankenhaus eine falsche Adresse angegeben. Was bedeutet, dass er alles sorgfältig geplant hat? Wir sind sofort zu der Adresse gefahren, die wir hatten. Aber als wir hinkamen... War sie falsch? Das war unbebautes Gelände, woher weißt du? Ich mach das schon ein paar Jährchen. Aber erzähl mal von gestern. Was hat die Polizei in Burlingame gesagt? So gut wie nichts. Wir haben ausgesagt und sind nach Hause gefahren. Ich werde Walker nachher mal anrufen. Vielleicht weiß der was.
Und was sollen wir inzwischen machen, Vater? Ihr macht nichts. Wir machen nichts? Nichts? Jawohl. Das ist mein Ernst. Ihr müsst es mir versprechen. Gut, aber gestern hast du gesagt, wenn wir nichts tun, verlieren wir ihn. Ja, das weiß ich. Inzwischen ist mir klar, mit wem wir uns anlegen. Dieser Mann ist euch überlegen. Das ist ein eiskalter Profi. Er beseitigt jeden, der mir in die Quere kommt. Du meinst, er wollte uns da draußen nicht nur Angst einjagen? Nein. Er hat versucht, euch umzubringen. Ich sehe nicht ein, warum wir Inspektor Walker nicht anrufen sollen. Du hast doch gehört, was Vater sagt. Der Mann ist gefährlich. Das weiß ich, aber jetzt würden wir doch aufpassen, wo wir gewarnt sind. Wir können von Glück sagen, dass wir mit dem Leben davon gekommen sind. Geben Sie mir ein paar Informationen über den Mörder Herbert Lowe. Das darf ich nicht. Und zwar deswegen nicht, weil der Fall in Burlingham ermittelt wird. Und weil Sie schon genug Schwierigkeiten haben wegen der Öffentlichkeit. Die Kinder lassen sich auf etwas ein, wovon sie nicht die leiseste Vorstellung haben. Nun geben Sie Ihrem Herzen schon einen Stoß. Na schön, die Rileys waren in eine Sache verwickelt, die ihnen über den Kopf gewachsen ist. In eine Killer-Affäre. Sie haben jemanden umbringen lassen, der ihnen Unterschlagung nachweisen konnte. Und dazu einen Profikiller engagiert? Ja. Herbert Lowe, alias Nick Loescher, alias Herbert Fowler. Und dann haben Sie kalte Füße gekriegt und wollten aussteigen. So ist es. Folglich hat Lowe Sie erledigt, bevor Sie als Kronzeugen gegen ihn aussagen konnten. Wir haben Mrs. Riley heute Morgen mit einer Kugel im Rücken aus dem Wasser geholt. Und dieser Lowe läuft noch frei herum? Hm. Sie machen sich Sorgen um Ihre Kinder, was? Natürlich. Kein Zeuge hat bis jetzt überlebt. Aber er kennt doch Ihre Adresse gar nicht. Oder kennt er Sie? Kann sein. Es wäre besser, wenn Sie für ein paar Tage in ein Hotel ziehen. Was tust? Hast du Hunger? Ja, gern, wenn ich... Was hast du? Ich dachte, ich höre was. Aber ich glaube, es ist nichts. Moment mal. Komm her. Ich glaube, ich lege noch Holz aufs Feuer, was? Eine gute Idee. Ich bin gleich wieder da. Das fehlte noch. Cindy, bist du in der Küche? Ja, ich wollte Toast machen. Ach, unser lieber Elektriker sammelt Punkte. Warte, ich wechsle schnell die Sicherung aus. Ich hol dir eine. Ah! Hey,
Cindy, ich bin's. Was hast du? Draußen ist Loaf. Ich habe ihn durch die Hintertür gesehen. Loaf? Ja, er stand ganz dicht vor mir. Aber wir müssen vor allen Dingen Ruhe bewahren. Die Türen sind zugeschlossen. Wir rufen die Polizei an. Was ist? Die Leitung ist tot. Harrison! Wir müssen hier raus. Er hat die Tür von draußen festgebunden. Guten Abend. Finden Sie nicht, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn wir uns unterhielten? Die Zeit für Gespräche ist vorbei, fürchte ich. Ja, wenn Sie es so sehen... Sie kommen damit nicht durch. Andere wissen Bescheid über Sie. Aber diese Bescheidwisser sind nicht hier. Nicht? Ich habe keine Ahnung, wer Sie beide sind und wie Sie in diese Sache hineingeraten sind. Ich gebe zu, es ist mir auch ziemlich egal. Verstehen Sie? Denn ändern kann ich es nun doch nicht mehr. Ist es so besser, Vater? Ja, danke. Hier, Opa, für dich. Oh, ich danke dir, Josh. Was war denn bei euch so los am Wochenende? Ist hier irgendwas Spannendes passiert? Der Patient in dem Bett neben mir ist ermordet worden.
Und ein wahnsinniger Killer hat uns zu Hause überfallen gestern Nacht. Ja, und um ein Haar hätte er uns auch erwischt, aber wir haben ihn in dein Zimmer gelockt und dann ist er durch das Loch in die Küche gestürzt. Ihr denkt wohl auch, Kindern könnt ihr jeden Quatsch erzählen. Mit mir doch nicht. Ach, das war ein Wochenende, das ich gern vergessen werde. Wenn ihr so weitermacht, bringt ihr mich noch um mein Brot. Keine Sorge, das tun wir nicht. Doch bevor wir uns verabschieden, hast du an uns noch einen besonderen Wunsch? Nein, ich überlege nur, wie ich mir mein Essen mache und so weiter. Ah, oh, hast du ihm noch nichts gesagt? Ich dachte, du wolltest das. Wolltest was? Ah, das wird sie sein. Wer? Lieber Vater, wir haben dir eine Krankenschwester besorgt. Oh! Mr. Fox, guten Tag.